Wie geht es dir denn, meine Liebe? Sehr gut. Ulrike. Ich bin heute Morgen mit Schmerzen hergekommen. Wenn ich mich jetzt bewege nach dem Aufrichten, sie sind weg. Wie toll. Das freut mich für dich. Ja. Und ich habe auch gerade, ich gratuliere dir nochmal. Ich habe auch gerade erzählt, bei diesen großen Beckenschiefständen, die wir heute schon hier hatten, mit 2, 3 und 4 Zentimetern, dass, wenn ich die Menschen begradige, auch die Blase in die Mitte wandert, die Gebärmutter in die Mitte wandert, alle Organe und Steuerzentren, besonders das Herz. Denn wenn die Skoliose zur Herzseite geht, dann ist natürlich auch das Herz blockiert. Und da haben wir so viele Herzkranke. In Wirklichkeit ist nur die Brustwirbelsäule verkantet. Also ihr seht, wenn die Begradigung sich erfüllt, rutschen die Organe in die Mitte, die Blase hängt richtig, die Gebärmutteraufhängung hängt richtig, die ganzen Innereien rutschen perfekt in ihre Position. Und so konnten wir schon sehr viele Krankheiten, Herz, Gebärmutter, Blase und den Rest auch Darm heilen. Alleine durch die Begradigung. Erkennt, dass das die wichtigste Hilfe in der Menschheitsgeschichte ist. Dödelt nicht rum, sondern seht zu, dass ihr kommt. Je schneller, umso besser. Danke. So. Gut, ja? Sie bringt in der Hand Augen an,